solltest du in so einem Hobbithaus wohnen? Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft auch unter der Erde wohnen. Den Trend gibt es jetzt schon, wie hier in der Schweiz. Die Dächer sind bepflanzt und bieten so einen Lebensraum für Tiere. Die Häuser bestehen aus Stahl und Beton und werden dann mit Erde bedeckt. So muss im Innenraum kaum geheizt werden und im Sommer bleibt es schön kühl. Und die Erdhäuser sind dank der natürlichen Isolierung sogar umweltfreundlich. Also,